Hey, schön, dass du da bist. Ich zeig dir heute ein bisschen unseren Campus an der Hochschule Makromedia in Köln. Wir befinden uns gerade am SSD. Hier können wir jederzeit hinkommen, wenn wir irgendwelche Anmerkungen haben oder Anliegen. Und das SSD ist jederzeit für uns da und erreichbar. Die sitzen dann meistens hier. Heute ist der Janis hier. Dann haben wir hier vorne gleich unsere Bibliothek. Die verfügt über ganz viele Bücher und ganz viel Literatur für uns. Und da haben wir natürlich auch einen wunderschönen Blick auf den Dom. Hier befinden wir uns gerade auf der vierten Etage. Und zwar haben wir hier unsere meisten Vorlesungsräume. Die Makromedia hier in Köln ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Hier haben wir einen Besprechungsraum. Da haben wir entweder manchmal Vorlesungen, den können wir aber auch selber mieten, dass wir da unsere Ruhe haben und eine Stunde oder zwei Stunden lernen können. Hier ist auch direkt unser Student Room. Dann haben wir hier unseren Druckerraum. Und überall sind immer kleine Computer-Dock-Stations, die wir jederzeit benutzen können. Dann haben wir hier unsere Vorlesungsräume, einmal den Seminarraum und einmal den Computerraum mit etwas leistungsstärkeren Computern. Und dort haben wir dann unseren Apple Room bzw. unseren Mac Computer Room. Wie ich eben erwähnt hatte, haben wir ja in der Makromedia hier in Köln viele Balkons. Hier ist unter anderem unser Chill-Balkon auf der vierten Etage, wo wir gerne im Sommer liegen, draußen sitzen. Manchmal haben wir sogar draußen Vorlesungen, also es ist immer unterschiedlich. Unser Roof Garden. Das war's mit der vierten Etage. Jetzt schauen wir uns noch mal die dritte Etage an. Hier ist auch schon direkt die dritte Etage und unser geliebtes Forum. Hier verbringen wir sehr viel Zeit, wenn wir mal Pause haben oder vorlesungsfreie Zeit haben. Wir haben hier eine riesige Küche, wo wir auch gerne mal zusammen kochen oder Events feiern. Hier sind auch Veranstaltungen von der Makromedia oder von uns Studis, von der Fachschaft. Hier sind wir auf jeden Fall sehr oft. Dann haben wir hier in der dritten Etage natürlich ganz viele Vorlesungsräume. Und zwar hauptsächlich größere Räume, aber auch vor allem die Studioräume. Vom Forum geht es dann direkt zu den Schnitträumen und unsere Studios. Das ist der Film- und Fernsehbereich der Makromedia in Köln. Hier haben wir natürlich auch einen Druckerraum, ein paar Vorlesungsräume, aber hauptsächlich halten sich hier unsere Film- und Fernseh- und unsere kreativen Köpfe auf. Hier haben wir auch ein paar Einblicke von den vorherigen Arbeiten unseren Film- und Fernsehstudenten. Da kann man sich immer ein bisschen Inspiration holen. Hier haben wir auch direkt unser Filmstudio. Hier haben die Film- und Fernsehstudenten meistens ihre Vorlesungen und ihre Praxisprojekte mit unserem Greenscreen und alles, was das Herz begehrt. Neben unserem Fernsehstudio ist direkt auch der Regieraum und der wird hauptsächlich für die Live-Produktion im Studio benutzt. Neben dem Regieraum haben wir auch direkt das Tonstudio. Dort können Film- und Fernsehstudenten, aber auch andere Studenten deren Material schneiden und natürlich Tonaufnahmen machen. Direkt gegenüber haben wir unsere Schnitträume. Hier sind sehr leistungsstarke Computer, die alles beinhalten, um einen professionellen Videoschnitt durchzuführen. Natürlich haben wir auch einen VFX-Raum. Hier können wir alles bezüglich Animationen und Color Grading bearbeiten. Ich persönlich mag die dritte Etage total gerne, weil hier immer Action ist. Entweder hier wird gefilmt, gedreht, irgendwas aufgenommen oder es ist eine Veranstaltung. Es ist immer was los und deswegen mag ich die dritte Etage fast schon am liebsten. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat die Campus-Tour gefallen und hoffentlich sehen wir uns bald hier an der Makromedia in Köln.